Gott, warum musstest du auch das Ding wegspringen? Ronja, jetzt steh auf! Au, was ist denn? Was, ich stehe doch. Ich komme hier kaum noch nach oben. Ja, hier ist, guck mal, easy. Hier, ja. Treppe. Kann man benutzen. Ups. Ronja, weißt du, was in der letzten Folge passiert ist? Oh mein Gott, ja, da waren wir beim Mentor oben, oder? Die Wohnung von dem ist so cool. Unsere ist auch cool. Ja, unsere ist auch cool. Aber die Wohnung von Mentor ist schon, der hat eine eigene, keine Ahnung, Bibliothek. Wir haben letzte Folge herausgefunden, dass hinter den ganzen verschwundenen Essenzen ein böser Graf Nebulosus steckt. Von dem hatten wir tatsächlich auch schon mal in so Lagergeschichten, Lagerfeuergeschichten, ich kann heute gar nicht reden, gehört. Wollten wir nicht aufbrechen und losziehen, haben wir nicht deswegen unsere schicke Armor, mit der wir aussehen wie kleine Büsche. Armor? Ah! Oh! Alles okay? Wie geht's dir da unten? Ich bin in der Seerose gelandet. Okay, das ist gut. Bin unten! Au! Oh. Ja, ich auch. Relativ. Nein, aber warte, ich zieh die mal an. Die sieht nämlich komplett, also, lustig aus. Hier, ich bin ein Baum! Willst du die Hälfte von mir haben? Dass oh ja, wir können tauschen. Baum? Warte, warte, ich gebe dir meine Schuhe und meine Brustplatte. Okay. Oh, deine Brustplatte sieht schick aus. So. Nicht schlecht. Edel. Oho. Okay, ich würde die aber erstmal nochmal ausziehen, bis wir wirklich, ne, soweit sind, weil... Eigentlich voll süß, ich behalte die an. Du behältst sie an? Ja. Ja gut, dann behalte ich meine auch an. Wenn schon, denn schon. Dann bist du wenigstens nicht der einzige wandelnde Busch, der hier durch die Gegend rennt. Wenigstens erkennt uns sogar einer. Ja, stimmt. Ja, wenigstens erkennt uns keiner, das stimmt. Selbst wenn die Leute sagen, oh, was ist das denn? Wir bleiben einfach stehen und ein dann ist keiner mehr mit. Oh, ein Tannenzapfen. Nanu. Er krebst über den Boden. Was tut er denn da? Warte, hier ist der Stadtausgang, oder? Also wollen wir jetzt wirklich losgehen? Ich meine, ich weiß gar nicht, wo der Mentor ist, weil sonst könnten wir den ja nochmal fragen, ob wir noch irgendwas brauchen, ob der sich auskennt, aber ich meine, okay, wir sollten doch halbwegs schnell dahin, oder? Damit nichts Schlimmeres passiert. Ja, stimmt. Weil ich meine, die Essenzen sind noch nicht zerstört, aber das ist ja nur noch eine Frage der Zeit. Hasta la pasta! Wir machen jetzt den Bösen kalt hier! Oh, warte, was ist da vorne? Was? Easy, Ronja, das ist der Mentor. Warte, warum liegt der am Boden? Was? Alles gut mit ihm? Da war ein Blitz. Oh mein, warte, wurde der vom Blitz getroffen? Ist alles in Ordnung? Wie, also, können wir irgendwie helfen? Bitte helft mir herauszufinden, wer das war. Wie, wer das war? Blitze treffen keine Feen. Das muss dunkle Magie gewesen sein. Oh. Aber wie kann ihn ein Blitz überhaupt hier treffen? Ich meine, er ist doch voll untergestellt. Guck mal. Ja, deswegen. Geht gar nicht. Ja, aber wenn er sagt, das war dunkle Magie. Sein. Wer würde? Ich kann nicht. Also irgendjemand hat ihn geblitzt. Es ist auch gar kein Wetter für Blitze. Also, auch schon mal geblitzt. Du wurdest auch schon mal geblitzt. Ich leider auch. Ja, wir kümmern uns drum. Ich bin zu schwach. Bitte findet die böse Fee. Alles klar, kriegen wir hin. Na gut, dann würde ich sagen, verschieben wir unsere Abreise nochmal um den Tag und kümmern uns erstmal darum, dass wir herausfinden, wer das war. Weil kann das der Graf Nebulosus gewesen sein? Nee, oder? Nee, weil guck mal, es gewittert ja nicht mal. Also, ja, stimmt. Das ist ja schon sehr suspekt. Aber es kann ja heute Nacht gewittert haben. Ja, vielleicht kannst du. Ich hab's nicht gehört. Ich schlafe immer recht tief. Nee, aber lass mal überlegen. Wer könnte den Mentor denn vom Blitz getroffen haben? Also wenn mir da jemand einfallen würde, jemand, der immer fies ist, jemand, der dunkle Magie macht, jemand, warte, der hier im Dorf wohnt. Warte, aber das mit der dunklen Magie, das war ja nur... Ja, Lola! Ja, ist schon klar, dass das Lola ist. Gehen wir auf den Schwarzmarkt? Yes, wir gehen auf den Schwarzmarkt. Okay. Wir sind getarnt als Tannenzapfen, jetzt kann uns nichts passieren. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Aber ja, okay. Du sollst, wärst du Busch! Wir springen Büsche über Kronleuchter? Das ist eine ehrliche Frage. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit dem natürlichen Verhalten von Büschen nicht aus. Kommt schon mal vor. Kann schon mal vorkommen. Okay. Es gibt ja so viele verschiedene Arten von Büschen. Was bist du für ein Busch? Ich bin ein Kiefernbusch, wie du sehen kannst. Gemischt mit den Blumen. Ja. Ach so. Ah, okay, okay. Meinetwegen. Ein Kiefernbusch. Ein fleischfressender Busch. Schönen guten Tag. Wir sind hier um... wir interessieren uns... Was darf es denn sein? Wir interessieren uns für ein Blitzzauberrezept. Oder wer auch immer sowas verkauft oder wie sowas funktioniert. Wie macht man so einen Blitz? Ja, stimmt. Informationen also, verstehe. Ja, also, genau. Kennen Sie sich da aus oder ist das nicht so Ihr Metier? Natürlich habe ich da was. Eine gut gehütete Rezeptur über einen Blitztrank. Genau, das ist, wonach wir suchen. Perfekt. Die hätten wir einmal gerne, bitte. Ja, wie oft denn noch? Es ist was,
Klingt das nach dem, wenn wir interessiert werden? Ja, sind wir. Jetzt her damit. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Gib uns den Blitztrank, bitte. Sonst muss ich sie angeln. Umsonst gibt's sowas bei mir nicht. Ihr müsst schon zahlen. Okay, ich kann. Oh, wir haben die Feendollar. Ich habe noch Feendollar. So ich hab Feenstaub, vielleicht nimmt sie den auch. Diese Nuggets, die wir gekriegt haben fürs Einsperren von dem. Hier, ich kann Ihnen zwei von diesen wunderschönen Feen-Nuggets verkaufen, schenken. Im Tausch gegen einen Blitztrank. Gehe das. Ach, meinetwegen. Dann mal her damit. Ja, hab ich da schon das hinter Ihnen. Noch mehr gibt's nicht. Vanya? Ja? Ich hab mich verkleidet. Jetzt erkennt mich keiner mehr. Oh, du bist ein Hirsch. Warte mal. Ich habe ein Blitzzauber-Rezept bekommen. Okay. Willst du haben? Ja, gib mal. Es geht nicht. Jetzt. Schickes Geweih. Danke. Okay, Blitzzauber-Rezept. Wir brauchen... Ja, das sind aber nur die Zutaten. Ich meine, gut, macht Sinn, ne? Ja. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir die? Weil wir brauchen ja die Zutaten nicht zwingend, aber wir müssen wissen, ob Lola die gekauft hat, oder? Damit wir Beweise haben. Wer verkauft denn Zutaten? Ja, weiß ich nicht. Hallo, Sir, was mit ihm hier? Ja? Ja, okay. Ja, er sieht verdächtig aus. Okay, verkaufen Sie zufälligerweise die Zutaten? Blutorchideen, Käferpanzer, Eisenbeersaft und Chelicere? Was auch immer das sein mag. Was denn? Käferpanzer und Blumen, sowas verkaufe ich hier nicht. Das ja, ist, aber wer verkauft das denn? Ungünstig. Ja, kennen Sie irgendjemanden, der wo wir das kriegen könnten, die Zutaten? Nein, ich wüsste niemanden, der solche Zutaten hier verkauft. Wo soll ich denn her? Wo soll ich denn sonst her haben? Das ist der Schwarzmarkt. Also, ist jetzt nicht so, als würde man die Zutaten irgendwo auf normalen Dingen kaufen können. Psst, für einen Feen-Nugget erinnere ich mich vielleicht dran, welcher Verkäufer euch weiterhelfen kann. Die wollen alle nur Geld hier. Das sind richtige Abzieher. Bestechung! Hier, nehmen Sie einen Feen-Nugget. Bitteschön. Das soll nicht sein. gib mir den Mario. Schicke Banditenmaske übrigens. Warte, ich ziehe meine Rüstung auch mal wieder aus. Ganz unten im Schwarzmarkt ist vor der Brücke jemand, der eure Zutaten verkauft. Okay. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön. Kriegen wir hin. Okay. Machen wir, oder? Yes! Ciao! Der macht aber gerade Pause, soweit ich weiß. Ja, wir kriegen das schon hin. Vielen Dank für die Hilfe. Tschüssi. Geh einfach runter. Einfach runter? Yes! Warte, bist du runtergesprungen in das Wasser? Ja. Aber da ist doch das große Loch. Ich habe Angst. Was ist, wenn ich ins Loch falle? Nimm halt die Treppe. Nö, ich möchte auch springen. Ist hier keiner? Ja. Soll doch bei der Treppe irgendwo sein, oder bei der Brücke? Vielleicht weiter hinten? Ja, hat sie auf jeden Fall gesagt. Vielleicht meinte der irgendeine andere Brücke? Nee, aber hier ist keine Brücke mehr, oder? Wir waren doch hier auch schon mal, als wir die Lola verfolgt haben. Hörst du das? Was? Nee, ich höre nichts. Hörst du mit deinen Lauschern was? Was hörst du? Ich höre was. Oh, warte, da ist jemand. Ach, da! Hi! Sie sind doch sicher ein Händler vom Schwarzmarkt hier oben? Wer seid ihr und was wollt ihr von mir? So kriegt man keine Kunden. Ja, wir haben Interesse an Zutaten. Nee. Wir hätten gerne eine Liste von Leuten, die Zutaten gekauft haben, die wir ihnen hier nennen können. Die sind hier auf einer Liste. Zwar sind das... Was? Vielleicht verkaufe ich sowas, aber woran habt ihr Interesse? Ja, wir hätten gerne Blutorchideen, Käferpanzer... Chelicere, wie auch immer man das richtig ausspricht, und eine Flasche Eisenbeersaft. Eisenbär. Ja, Eisenbär. Nee? Okay, dann hätten wir gerne eine Liste ihrer Kunden. Bestich ihn doch einfach. Nee, ich würde gerne die Liste kriegen. Ich will das Geld behalten, vielleicht brauchen wir das noch für Ausrüstung. Eine Liste meiner Kunden? Ja, genau. Eine Liste ihrer Kunden. Weil es geht hier um einen sehr kriminellen Fall. Ich würde meine Kunden nie verraten. Und jetzt entschuldigt mich. Ich gehe wieder zurück an meinen Stand. Okay, ich glaube, Entschuldigung, stopp, bleiben Sie stehen. Ich kann Ihnen 12 Feen-Nuggets anbieten. Wie geht das? 12, für eine Liste? 12 Feen-Nuggets? 12 Feen-Nuggets? Ja? Hier? Hier ist noch Feenstaub. Ich glaube, ich soll sie ihm geben. Hier, bitteschön. Hat er sie bekommen? Ich glaube, ja, hat er. Doch, da sind die anderen noch. Wenn das so ist, dann folgt mir. Nein, er hat die 3 vergessen. Los, dann nehmen Sie die doch mal. Bitteschön, hier. Wir folgen Ihnen. Wir folgen Ihnen. In das Haus rein? Ah, das ist sein Haus. Ah, deswegen ist er hier unten, um Pause zu machen bei der Brücke. Das macht natürlich Sinn. Wo ist er hin? Da rein? Weg? Hallo? Ach, wenn der jetzt unser Geld klaut und einfach weggeht. Warum ist er? Das kann halt sein. Attacke! Oh, er hat die Liste. Gib mir die Liste!
Liste von letzter Woche. Ja, danke, das würde reichen. Dankeschön. Ach, Kundenliste. Nice. Okay, dann schön Geschäfte zu machen, alright, schätze ich mal. Wiedersehen. Die Idioten, 12 Feen-Nuggets für sowas. Die habe ich schön reingelegt. Ja, toll. Die ganzen Leute auf dem Schwarzmarkt sind mir sehr unsympathisch, Easy. Kann ich nicht anders sagen. Alles so Verbrecher. Die sind alle so Verbrecher, die wollen alle nur Geld. Und die sind alle richtige Abzieher. Okay, come on. Okay. Wir müssen los. Warte. Was steht denn auf der Liste? Ich kann es dir kurz vorlesen. Wir haben auf der Liste einmal, was die Mimi gekauft hat, die Yuna und die Lola. Mimi war auf dem Schwarzmarkt? Ja, aber die hat nur Farn, Maiblüten, Käferpanzer und Blutorchideen gekauft, steht hier. Also ich glaube, das ist eher für einen Blumenstrauß gewesen. Okay. So wie es aussieht. Okay. Warte. Ich gebe dir das Rezept und dann können wir vergleichen, wer was gekauft hat, okay? Okay, warte. Also, Mimi hat Farn. Ist das drauf? Nö. Okay, dann... Oder warte. Maiblüten, Käferpanzer, Blutorchidee. Nö. Nee? Okay, dann haben wir Eisenbeersaft. Eisenbeersaft erinnere ich mich dran. Das war auf jeden Fall eine Zutat. Ich glaube, Yuna ist eine von den Standbesitzern oben, oder? So, wenn ich mich erinnere. Eisenbeersaft, Himbeernektar, Kokosblütensaft und Blutorchideennektar. Das klingt auch eher, als ob die ein Getränk machen wollte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, und dann haben wir Lola mit Blutorchidee, Eisenbeersaft, Käferpanzer und... Oh, daran erinnere ich mich. Hier, das, was ich nicht aussprechen kann. Das ist es. Chelicere. Ja, das ist es. Das ist es. Ja, ja, hundertprozentig. Wer hat das gekauft? Lola. Lola, war klar. Es ist immer Lola. Ja, es ist immer Lola. Wir hätten das auch einfach lassen können. Aber gut, diesmal haben wir Beweise. Letztes Mal meinte der Mentor ja... wir sollen ihm Beweise bringen. Ja, dann gehen wir jetzt zum Mentor, oder? Sagen dem Bescheid. Auf jeden Fall. Meinst du, das in seiner Wohnung? Wird. Wahrscheinlich, oder? Nehme ich mal an, wir müssen halt hochgehen, oder? Ja. Okay, wo ist denn der Mentor? Wo meinst du, ist sein Schlafzimmer? Oben bestimmt. Also was? Hä, wie Schlafzimmer? Naja, der ist doch krank, oder? Hä, wenn der... Stimmt, der ist krank, wenn ich von einem Blitz getroffen werden würde, dann würde ich mich auch erstmal ausruhen wollen. Nö, ich würde erstmal zum Kühlschrank gehen. Natürlich würdest du das. Erstmal ein Snack essen. Guck mal. Vielleicht hallo, da drüber, wieder rein? Ja. Weiß nicht, klopf mal. Oh, hallo, da liegt er, ja. Oh nein, ihm geht's gar nicht gut, oder? Wir haben den Täter entlarvt. Es war Lola. Du musst noch einen Beweis liefern. Achso, ja, der sollte vielleicht erstmal aufwachen. Ach, hast du den Täter gefunden? Ja, genau, wie gesagt. Also, wir waren uns von Anfang an sicher, dass es Lola ist. Haben wir ja auch schon öfter gesagt. Aber diesmal sind wir uns wirklich, wirklich sicher. Ach, stimmt. Oh, Beweise, ja, zeigt Beweise. Her. Ja, genau, wir haben Beweise. Diesmal hier, warte, kannst du ihm deine Liste geben? Wir haben hier einmal die Kundenliste vom Schwarzmarkt unten. Der hat uns die Sachen gegeben, die die einzelnen Leute gekauft haben. Und dann können sie ja mal gucken, was die Lola sich hier alles so geleistet hat. Und dann haben wir auch noch das Rezept für einen Blitzzauber. Und da können wir mal die Zutaten vergleichen, aber es ist 1:1 das Gleiche. Tatsache, wer hätte das gedacht? Ja, also wir. Also von Anfang an, wir hätten das gedacht. Ja, wir haben es gedacht. Also wir waren uns eigentlich auch nie unsicher. Warte, Detektiv! Lola war von Anfang an der Feind. Gute Arbeit, ihr beiden. Ich lasse Lola verhaften. Super, vielen Dank. Endlich! Ohne Mist. Yes. Dann kann die auch unsere Sachen nicht mehr klauen. Ich hasse, dass das die gegenüber wohnt. Okay, dann gute Besserung noch. Wolltet ihr nicht vorbereiten, zum Schloss von Graf Nebulosus zu reisen? Ja, alles klar, machen wir, kümmern wir uns drum. Gute Besserung und tschüssi. Okay, Easy, bist du schon raus? Oh Gott. Schläfst du einfach auf dem Boden, sag mal. Anja! Ja. Wir müssen zum Schloss. Okay, alles klar, wir brechen auf. Auf zum Schloss. Oh, scheiße, ein Kleister, das war ein tiefer Sprung. Zum Schloss! Alles klar, das war's dann aber mit dieser Folge von Minecraft Fairy. In der nächsten Folge machen wir uns auf zum Schloss von Graf Nebulosus und dann können wir hoffentlich dem Ganzen hier ein Ende setzen. Und genau, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und schaut unbedingt bei Easy vorbei. Der Kanal ist in der Infobox verlinkt, denn da kommt die nächste Folge und die wollt ihr garantiert nicht verpassen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!